Luisli, weisch, es ist gewaltig. Skafferi? Skafferi, nein, nicht Skafferi. Ich rede nicht von so gewöhnlichem, banalem Zeug in den ersten Tagen vom Jahr 1959. Mein Kaffee ist dann gefälligst weder ein gewöhnlicher noch ein banaler Kaffee, das du nur weisst. Was bedeutet in heutigen Zeiten so niedere, liebliche Genüsse? Ja, bis jetzt ist dir das immer am nächsten gestanden. Luise, du mich bitte nicht diffamieren. Ich tue dir das nur in Erinnerung rufen. Und ich rufe dir in Erinnerung, dass wir ein grossartiges Geschenk bekommen haben zum neuen Jahr. Nein! Oh, du! Hast jetzt doch noch eine Gratifikation bekommen vom Geschäft? Keine Gratifikation? Du denkst immer nur an dich. Nein, an dich. Das ist dir doch so am Herzen gelegen. Die gesamte Menschheit hat ein Geschenk bekommen. Ein grandioses, unvorstellbar überwältigendes Geschenk. Ein neuer Planet. Ja, da haben wir jetzt allerdings Geschenk. Das habe ich ja wahrhaftig schon vergessen gehabt. Eben, so bist du. Du kannst so etwas Weltumspannendes vergessen. Weltumsegelndes? Nein, nicht Weltumsegelndes. Eben gerade nicht. Du kannst halt nicht ermessen, was das bedeutet. Das Geschenk von Russland an die Menschheit. Gusti, du bist mir ein Kreuzworträtsel. Zuerst, als die Russen den Satellit abgeschossen haben, hast du gesagt, nur weil die Wodka-Sichtflucht durch bessere Fusel zusammengemixt haben, wo so eine Gremel-Stinkragete schnell genug aus der Anziehungskraft von der Erde in Stratosphären aufgejebt kann. Wegen dem machen die so ein Dings. Ja, zuerst. Aber jetzt muss man einfach realisieren, was das für eine überragende Tat ist. Was da überhaupt Wirklichkeit geworden ist. Du musst mehr Zeitungen lesen, Luisli. Dort steht es überall. Alle sehen das ein. Es weht ein anderer Wind, Luisli, im Blätterwald. Schon wieder. Allbot wegen dem kleinsten bisschen wechselt der Wind. Tatsachen und überragende Daten lassen sich nicht einfach übersehen. Das hat sogar der Khrushchev gesagt. Ja, aber hör mal, die haben doch das gar nicht wollen. Denen ist auch alles nur abverheit. Genau wie den Amerikanern. Die haben doch zuerst einen Mondsatellit gehabt. Nur hat er zu wenig Schuss gehabt und ist nicht ganz raufgekommen. Und darum ist die Sache abverheit. Und der Russisch hat zu viel Schuss gehabt und ist am Mond vorbeigesedert. Folglich ist die Sache auch abverheit. Aber zu ihren Gunsten. Abverheit ist abverheit. Das hast du am Fußballmatch auch immer gesagt. Ob jetzt der Böhle zu wenig Schuss hat und im Dreck oder in den Händen vom Goalie stecken bleibt, oder ob ein Böhle zu viel Schuss hat und übers Goal überhaut, bleibt sich genau gleich. Es ist auf jeden Fall kein Goal. Dass du so einen unwürdigen, spiessigen, stupiden, niveaulosen Vergleich kannst ziehen, Luise. Die Russen haben doch das extra gemacht. Die haben den Mond im letzten Augenblick links liegen lassen, um zu zeigen, dass sie noch viel unbegrenztere Möglichkeiten haben als die Yankees. Ich glaube, einer, wo der Trabant einmal ab war, da hat er sich gesagt, Freiheit, die ich meine, jetzt mache ich, was ich will, hat den Mond im Wasser gelassen und ist der Sonne entgegengeflogen, die er schon so lange vermisst hat. Mit voller Absicht hat die Metamorphose stattgefunden. Als simpler Mondsatellit ist er ab und als zehnter Planet des Weltraumes kommt er zurück. Kreist er im Firmament. Verbrenzeln, verbräteln und verschmürzeln tut er. Ja, die werden sich überhaupt noch die Finger verbrennen an der Sonne mit ihrem GW. Kannst denken, die geben sich gar nicht mehr mit so einem Miniaturplanetli wie dem Mond ab. Die kommen an einem schönen Tag direkt auf die Sonne. Ja, allweg, dort ist doch viel zu heiß. Wie zu heiß? Lächerlich. Wenn die Russen das Pulver und alles Wüste haben können erfinden, dann ist es für die doch ein Pippeli-Käse, auch einen riesen Atomschaumfeuerlöscher zu konstruieren. Mit dem Spritzen sie da noch zweimal, noch macht's Schst. Und schon können sie auf der Sonne den prächtigsten Volksdemokratie-Wintersportplatz eröffnen. Du nimmst deine Mühle wieder ein bisschen voll, ein bisschen überfüllt, Gustli. Zuerst sollen sie mal zeigen, dass die Weltraumfahrt für den Menschen tatsächlich möglich ist. Sie müssen nur die Richtigen einpacken und aufschiessen. Dann sind wir es wenigstens los. Zurück kommen sie sowieso nicht. Du plauderst, wie du es verstehst, oder noch dümmer. So, Gusti. Wo bleiben deine guten Vorsätze vom Silvester? Was heisst, geraucht habe ich fast nicht mehr. Ja, gerade am Neujahrstag, bis es sowieso schlecht war. Aber von dem rede ich gar nicht. Du hast mir versprochen, dass du mich nicht mehr beständig blöd anstellst, wenn ich etwas sage. Wo habe ich dich jetzt angestellt? Ja, du weißt schon, was ich meine. Yeah. Und wenn ich auch nicht so gescheit rede, passe ich wenigstens in meine nähere Umgebung. So. Oh, du möchtest noch etwas sagen, von guten Vorsätzen nicht halten. Wieso? Was habe ich nicht gehalten? He? Ich habe mir nichts vorgenommen an Silvester, das habe ich gar nicht nötig. So. Ja. Aber ich habe es dann nötig, he? Offenbar. Am nächsten Silvester gehe ich zu oben um 8 Uhr ins Bett. Und fast ist der gute Vorsatz halt am Neujahr. Du hast mir die aufoktroyiert. Ja. Gusteli, wir wollen uns fest vornehmen, uns im neuen Jahr... Nicht mehr zu ärgern.
Ja, zum Beispiel. Ja. Und das um die herum. Das ist kein guter Vorsatz, das ist eine Utopie. Ja, und dann haben wir uns noch vorgenommen, nicht zu handeln miteinander. Das ist ein völlig überflüssiger guter Vorsatz gewesen. Ich mache das sowieso nie. Und ferner hast du versprochen, ein bisschen mehr zu sparen. Und schon kommst du und musst mir gestern ins Öhrli flüstern, dann wärst du wahrscheinlich gegen Ende Monat etwas knapp sein. Ja, der Dezember zahlt der Kunde aber auch einfach viel zu früh. Aber das stimmt dann etwa nicht. Ich habe gar nichts versprochen. Du hast gesagt, ich nehme mir fest vor, im 59 mehr zu sparen. Du hast gesagt, du musst dich fest vornehmen, im 59 ein bisschen mehr zu sparen. Das sind dann zwei Paar Stiefel. Und du hast dir ferner vorgenommen, respektive mir versprochen, dir vorzunehmen, dass du mir immer etwas zum Käffeli im Haus hättest. So für am Samstag als. Und wo ist der Gutterin? Nirgends. Ja, sie ist nicht gekommen, aber sie ist bestellt. Ja, sicher, Gusteli. Aber wie passt denn das überhaupt zusammen? He? Sparen, aber Gutteren kaufen. Schnaps zum Kaffee ist sowieso nicht gut. Na, trinken halt ohne Kaffee. Ich habe dir immer und immer wieder gesagt... Ja, so ist fein. Halten wir ausgerechnet jetzt und angesichts der nicht vorhandenen Flasche wieder einmal eine Moralinvorlesung. Ja, denk an den Zöllner, der die Wiener Familie vor der Weihnachten so schikaniert hat. Der hat wahrscheinlich auch zum Kaffee nur so ein Güchsli und dann vielleicht nochmal ein Güchsli getrunken und... Schon ist er sich vorgekommen wie der Herr Wichtlinger persönlich. Zöllner haben im Allgemeinen das Recht, uns zu schikanieren, Luisli. Denn in jedem, oder in fast jedem von uns, schwachen Menschen, fühlt ein Schmuggler. Schlummert. Ja, schlummert, ja. Und der Schlummerung kann plötzlich aufwachen. Nicht? Ja, aber heute ist das ja vorbei. Seit dass man für 100 Franken darf, geschenkt mit heim, da kann man ja gar nicht mehr schmuggeln. Den wenigsten bleiben ja 100 Franken, um etwas zu kaufen, wenn sie ins Ausland reisen. Früher, wo man als hinterste Bitzeli hat müssen verzollen, da hat auch der Schmuggler Freude gemacht. Wenn dich heute einer fragt und dich so quasi für den Onassis anschaut, dann wirst du höchstens verrückt. Ja, die Wiener sind weggegeben aufgeworfen. Ja, also mir hätte das auf jeden Fall nicht passieren dürfen. Eine ganze Familie, die in der Schweiz die Winterferien machen, deren Weg auszubeindeln. Alle, sogar die Grossmutter, die nicht einmal laufen kann, zum Auto ausjagen. Weihnachtsgeschenke aufreissen vor den Augen des Kindes und deren Zeug. Oh, was mich in der Zeitung am meisten geärgert hat, das war der Satz von dem penetrant nach Alkohol duftenden Zollbeamten. Sind denn die jetzt vornehm zum Schreiben stinkenden? Das hätte eventuell ein leichtes Witzchen sollen sein. Oder der Zöllner hat möglicherweise so zart nach Bieren duftenden Williams getrunken gehabt. Ja, man soll nie flüssige Bieren in weiche Bieren reinschütten, sonst gibt es viele Bieren. Ja, der hat vielleicht auch einfach nicht können glauben, dass Österreicher zu uns Winterferien machen wollen. Ja, man muss ja zugeben, nicht? Man kann sich natürlich täuschen in den Menschen. Gerade gestern ist zum Beispiel auch so ein verdächtiger Gesell mit einer Mütze im Gesicht um den Häuserblock in der Nähe vom Geschäft herumgeschlichen. Weißt du, dort, wo der Bijoutier ist? Ja, ja. Vor dem Bijouterieladen ist er stehen geblieben, hat alles genau angeschaut. Danach ist er wieder um eine Ecke verschwunden. Ich ihm nach. Nach ein paar Metern kehrt er um, kommt zurück, gafft wieder ins Schaufenster. In diesem Augenblick entdecke ich einen Schücker, der vis-à-vis der Herz spazieren kommt. Oh. Ich will zu dem Landjäger ran. In dem Moment geht der Gesell auf die Ladentüre los. Ja. Die Ladentüre geht auf und seine Frau kommt raus. Weißt du warum? Weil er geheiratet war. Also Gusti! Also, mit dir rede ich kein Wort mehr. Leere Versprechungen. Ja, auch das hast du mir am Silvester versprochen, dass du nie mehr so faule Geschichten von Knochen im Koffer und Derricks willst erzählen. Ach, und jetzt fangst du schon wieder an. Es ist also wirklich ein Fang ohnmächtig mit dir. Wieso hast du überhaupt können wissen, dass das seine Frau war? Ah, das interessiert dich also doch. Das ist wegen dem. Er hätte ihr keinen Schmutz gegeben. Also, wenn es auf das ankommt, dann bin ich mit dir allerdings zünftig verheiratet. So, oh, warte nur. Das darfst du mir nicht ungestraft mit in meine Nasenlöcher husten. Jetzt musst du gerade das Leid schon wieder rein haben. Mm.